Dann wurde Jonas an das kahle Land geworfen. Dann steht ja, nein. Jetzt gucken wir mal, worum geht's? Worum geht's hier in dem Vers? Dann warfen wir ihn auf das kahle Land. Dann warfen wir ihn auf das kahle Land. Und an anderer Stelle steht, wenn ihn Jonas nicht eine Gunst, also Jonas, nicht eine Gunst von deinem Herrn erreicht hätte, wäre er mit Schimpf bedeckt an das kahle Land geworfen worden. Also der Unterschied ist nicht, dass sie an das kahle Land geworfen worden sind, sondern der Unterschied ist mit Schimpf bedeckt. Das ist der Unterschied. Ja, nein, nein. Dieser Vers sagt nicht, er ist nicht ans kahle Land geworfen worden. Er sagt, er wäre mit Schimpf bedeckt an das kahle Land geworfen.